Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trielbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Auch heute wieder für den einen oder anderen ein wichtiges Thema, für mich auf jeden Fall ein wichtiges Thema, und zwar das Thema die 6, 8, 10 und 12 Wochen Programme, Strandfigur, Sixpack, Topmodelfigur und dieses ganze momentan laufende Contest-Werbung, bla bla bla. Wo natürlich immer in gewissen Plattformen rechts aufpoppen, weil ihr natürlich euer Surfverhalten könnt, euer Interessen kennt, kriegt ihr natürlich genau die richtigen Werbungen zugespielt. Und da sollte man einfach mal sich darüber unterhalten, was eigentlich so ein 6, 8, 10 und 12 Wochen Programm tatsächlich kann und ob es Sinn macht. In der Regel machen nur langfristige Maßnahmen überhaupt Sinn. Das heißt, wenn ich mich körperlich verändern möchte, wenn ich zum Beispiel kräftig bin, dick bin, einfach viel zu viel Körpergewicht mitbringe oder auch umgekehrt, natürlich jemand bin, der hier zu dünn ist, das Vorhaben, ich möchte Gewicht zulegen, ich möchte zunehmen, sollte man sich grundsätzlich im Klaren sein, dass je nachdem, wo man hin möchte, natürlich das weder in 6, 8, noch 10, noch 12 Wochen tatsächlich getan ist. Sondern wenn man was planen, dann sollte man langfristig planen. Langfristig planen, das heißt, mein Vorhaben eben entsprechend in Zeitfenster einbetten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dahin zu kommen. Step by step. Die 6, 8, 10 bis 12 Wochen Programme sind zum Teil, ist natürlich möglich, ein gewisses Ergebnis zu erreichen, wenn auch der ein oder andere daran zweifelt. Es gibt wirklich zum Teil Ergebnisse, die wird man nie glauben, dass sie zustande kommen innerhalb der Zeit. Aber hier muss man natürlich ganz klar sagen, wie war natürlich der Stressfaktor in der Zeit? Wie war mein Körpergefühl? Wie war mein Lifestyle? Wie konnte ich das Ganze umsetzen? Oftmals stellt sich raus, ich war in 6, 8 bis 10 Wochen natürlich entsprechend gereizt, entsprechend geladen, entsprechend extrem überfokussiert. Meine Mitmenschen haben da zum Teil sehr sensibel drauf reagiert, haben es überhaupt nicht verstehen können und haben mich auch zum Teil eventuell ein bisschen unbeliebt gemacht. Dann kommt der Punkt, ich habe 6, 8 oder 10 oder 12 Wochen Programm erreicht und habe einen gewissen Status erreicht, freue mich über diesen Status und stelle aber danach fest, wie geht es jetzt weiter? Was habe ich jetzt tatsächlich von 6 bis 8 Wochen gehabt, von den 10 bis 12 Wochen? Okay, kurzfristig ein guter Body und danach fallen die meisten ins alte Verhaltensmuster zurück. Und was passiert? Sie orientieren sich genau wieder an ihren Ursprungszustand. Das heißt, sie kommen dort wieder raus, wo sie vorher waren, weil sie letztendlich durch diese kurzfristigen, extremen Maßnahmen eigentlich überhaupt nichts dazugelernt haben, sondern eben einfach nur von einem Blatt Papier abgelesen haben, was sie machen sollen. Aber das Ganze weder hinterfragt noch durchdacht haben. Und da kommt eben dabei raus, dass man eben nur kurzfristig was erreicht, kurzfristig ein Ziel erreicht und es auf Dauer nicht halten kann. Deswegen macht es Sinn, sich, wenn überhaupt, mit solchen Programmen zu beschäftigen, sich ganz im Klaren sein, dass dies nie eine kurzfristige Maßnahme darstellen sollte, sondern man sollte Dinge tatsächlich in die Hand nehmen und umsetzen, die nur langfristig umsetzbar sind. Und zum Teil sind 6, 8 bis 10 bis 12 Wochen so extrem geschnürt, dass es eben nur für 6, 8 oder 10 oder 12 Wochen tatsächlich möglich ist. Danach fällt den meisten dann die komplette Puste und sie kacken ab. Im Ernährungsbereich, wie natürlich auch im Trainingsbereich. Deswegen macht euch einfach, bevor ihr euch entschließt, über sowas Gedanken. Bin ich überhaupt in der Lage, mit dieser Intensität 6, 8 oder 10 Wochen zu leben? Bin ich in der Lage, dass ich diese Zeit, was Ernährung und was Training anbetrifft, auch zu investieren? Weil das ist nicht in 5 Minuten getan. Viele übernehmen sich da komplett und stellen das nach 3, 4 Wochen später fest. Manche ziehen das bis zum Ende durch, stellen dann aber fest, dass sie völlig ausgelaugt, völlig ausgepowert sind. Und dass das natürlich eben ein Stress war, den sie so nie mehr machen möchten. Es gibt auch tatsächlich Personen zum Teil, die gerade durch dieses extreme Essverhalten von 0 auf 100 extrem umgestellt, mit extrem wenig Kalorien, extrem wenig Nährstoffen, extrem wenig Energielieferanten tatsächlich teilweise bis zu Essstörungen haben. Und da liegt natürlich auch zum großen Anteil die Verantwortung bei euch, weil ihr seid Herr über euren Körper, ihr seid Herr über euren Geist und sollt euch natürlich auch genau überlegen, was ihr macht. Das war's schon zum Thema 6, 8, 10 Wochen Intensivprogramme, die momentan in allen Plattformen angeboten werden.
Einfach aufpassen, was ihr tut. Die Eigenverantwortung, die Verantwortung liegt bei euch. Das war's, Andreas Hienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Gebt Acht auf euch.